Hallo zusammen. Heute geht es mal wieder um ein Werkzeug. Ich würde nicht sagen unbedingt must have. Allerdings hilft es schon ungemein. Ja, sonst kommst du nämlich nicht weiter. Viele TDI-Fahrer, sicherlich auch jede Menge andere, aber ich sage es jetzt ganz einfach mal so, viele TDI-Fahrer haben das Problem, dass sie fest sitzende Generatorfreiläufe haben. Das geht sogar so weit, dass es dann beim Starten immer quietscht. Ja? Und der ein oder andere kennt das ja, wenn er seinen Motor anlässt, dann quietscht das. Das ist nicht unbedingt der Keilrippenriemen, sondern das kann dann auch wirklich sein, dass der Riemenspanner flattert. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Ja, das ist dann praktisch ein Grund, warum man den Generatorfreilauf prüfen sollte, beziehungsweise dann auch ersetzen sollte. Und da braucht ihr ein Werkzeug für. Jetzt ist es natürlich so, dass es eben verschiedene Generatorenhersteller gibt, beziehungsweise auch verschiedene Hersteller von Generatorfreiläufen. Ja? Und da geht das Theater schon los. Das heißt, es ist keine einheitliche Sache und deswegen würde ich euch so ein Werkzeug hier empfehlen. Das macht erstmal einen Eindruck, wo ich sagen würde, ist jetzt qualitativ nicht so mega hochwertig. Das glänzt jetzt auch hier noch so schön. Aber ich habe es schon benutzt. Und es funktioniert. Es funktioniert, ich habe es schon benutzt und ich habe es funktioniert. Und ihr habt eben die Sache, wenn ihr den Generatorfreilauf wechseln wollt, müsst ihr einmal auf den Generatorfreilauf und einmal wirklich auf die Nabe des Generators kommen, damit ihr den Generatorfreilauf wirklich auch lösen könnt. Da braucht ihr so eine, je nach Anwendung, so ein Werkzeug dafür. Ja, diese Vielzahn-Sache. So, zeige ich euch mal eben. Oder hier ein klassisches Beispiel. Das eine ist Vielzahn, das andere ist Torx. Das, was sicherlich auch passieren kann, ist sowas hier. Ja, das unterscheidet sich minimal. Das ist Torx und das ist Vielzahn. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Das Werkzeug ist fast identisch. Und da muss man schon genau hingucken, was man an seinem Auto verbaut hat. Also ganz so einfach ist das Thema Generatorfreilauf nicht, wenn ihr nicht das richtige Werkzeug habt. Oftmals kann man die sogar im eingebauten Zustand tauschen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die Lichtmaschine rausnehmen, sondern könnt wirklich mit dem richtigen Werkzeug auch so den Generatorfreilauf wechseln. Aber ohne Werkzeug, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie das gehen sollte. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Vielleicht kennt ihr eine Möglichkeit. Ihr könnt das ja mal runter in die Kommentare hauen, was ihr so sagen würdet. Aber ihr seht eben auch, dass mit diesem Werkzeug schon sehr viel möglich ist. Und ja, man braucht das jetzt nicht so häufig, aber das ist für mich ein Klassiker, wo man sagt, Generatorfreilauf, theoretisch schnell gemacht, wenn man das richtige Werkzeug hat. Wenn du nicht das richtige Werkzeug hast, stehst du da. Ja? Und deswegen verlinke ich euch das Werkzeug mal da unten und würde sagen, das war's in diesem Video. Ich sag bis dann. Danke und tschüss.